Hallo, wir sind Niklas und Julie. Und in den letzten Tagen haben wir unsere Schüler und Schülerinnen an der Sekundarschule Blomberg nach ihren Highlights an dieser Schule gefragt. Was dabei rausgekommen ist, seht ihr jetzt. Als erstes hätten wir da das Schwimmbad, die Sporthalle und den Kunstrasenplatz. Das Schwimmbad steht direkt auf unserem Schulgelände und schwimmen hat man von der 5. bis zur 6. Klasse. Die Sporthalle wurde gerade neu renoviert, das heißt, die Tribünen wurden neu gemacht und an sich ist es auch eine sehr schöne Halle, sogar die HSG trainiert. Dann haben wir noch den Kunstrasenplatz. Dort hat man, wenn gutes Wetter ist, Sportunterricht, Fußball kann man dort spielen und noch viele andere Sachen. In unserer Mittagspause kann man Roller, Bälle, Reifen und noch sehr viele andere Sachen ausleihen. Wir haben auf unserem Schulhof einen Raum, wo man Spiele spielen kann und dort kann man auch Kicker spielen. Ja, außerdem haben wir eine sehr gute Ausstattung. Das heißt, wir haben iPads, wir haben in jedem Raum ein Whiteboard und einen Beamer und die meisten Lehrer können mit dieser Technik auch umgehen. Als andere Besonderheiten wurden außerdem das soziale Lernen und das Lernbüro genannt. Im sozialen Lernen geht es allgemein um den Umgang mit anderen. Außerdem geht es im Lernbüro darum, dass man seine Aufgaben erledigt. Und das Beste an unserer Schule ist, wir haben hier keine Hausaufgaben. Und noch ein Highlight an unserer Schule ist der Vertretungsplan. Genau, denn der zeigt euch, in welchen Stunden ihr zum Beispiel einen Ausfall habt oder in die Warteklasse müsst. Oder vielleicht habt ihr sogar Stundenausfall, dass ihr früher nach Hause könnt. Andere Besonderheiten sind zum Beispiel die Schüler gegen Lehrerspiele, wo unter anderem die Sportarten Fußball, Handball und in dem Falle Basketball durchgeführt werden. Und leider war es in den letzten Jahren so, dass die Lehrer immer gewonnen haben. Deswegen müsst ihr an diese Schule kommen, um das zu ändern. An dieser Schule haben wir sehr viele nette Lehrer und Lehrerinnen. Wenn euch das gefallen würde, dann kommt doch gerne an die Schule. Wir sehen uns. Tschüss!